Dankeschön. Ja, und schließlich, ich freue mich auch, dass ich heute hier bin, für die Einladung und für, dass ich Teil dieser Veranstaltungsreihe des Gedenkdienstes sein darf. Und ich freue mich natürlich über das Interesse all jener, die heute hier anwesend sind. Was habe ich vorbereitet? Ich möchte kurz über die Ausgangslage in Österreich sprechen, da auch ein bisschen ein paar Zahlen und auch ein paar bunte Grafiken präsentieren. Dann wird es kurz über die Frage Staatsbürgerschaft in Österreich, ein grober Überblick nur über die Einbürgerung und über den Erwerb bei Geburt geben. Alle Fragen, die da eventuell dann entstehen, die können wir gerne mitnehmen für die Diskussion später. Ich möchte das nur beispielhaft und kurz streifen. Und dann natürlich über die Auswirkungen dieses in Österreich sehr restriktiven Staatsbürgerschaftsrechts, nämlich den zunehmenden Ausschluss vom Wahlrecht einer zunehmend wachsenden, größer werdenden Bevölkerungsgruppe. Und schließlich ganz am Schluss natürlich über mögliche Lösungen auch sprechen. Ja, und damit möchte ich auch gleich beginnen und ich möchte sozusagen ohne eine große Einleitung gleich direkt ins Thema springen. Bei der letzten Nationalratswahl 2017, knapp mehr als ein Jahr liegt sie zurück, waren 6.340.231 Personen in Österreich wahlberechtigt. Bei der Bundespräsidentschaftswahl im Jahr davor, im Jahr 2016, bei der Stichwahl, es gab ja quasi im Jahr 2016 in Permanenz eine Bundespräsidentschaftswahl, aber bei der letzten, bei der Stichwahl, waren 6.343.868 Personen wahlberechtigt. Warum ist das relevant? Wenn man diese zwei Zahlen vergleicht, dann sieht man, dass bei der letzten Nationalratswahl 2.837 wahlberechtigte Personen weniger in Österreich gelebt haben. Also es waren 2.800 wahlberechtigte weniger. In Wien gab es minus 2.500. Das klingt nicht viel, aber zwischen diesen zwei Stichtagen liegen eigentlich nur 10 Monate. 10 Monate, in denen ungefähr die Bevölkerung um 35.000 Personen in Österreich gewachsen ist. Das heißt, wir stehen einem Anstieg der Bevölkerung oder ein Anstieg der Bevölkerung steht einen Rückgang der Wahlberechtigten gegenüber. Es gibt in Österreich immer mehr Menschen, die hier leben, aber immer weniger Menschen, auch in absoluten Zahlen, die hier wahlberechtigt sind. Und dieses Auseinanderdriften von Wohn- und Wahlbevölkerung, das kann man in Österreich schon seit Jahren beobachten. Ein kleiner Blick auf die allgemeine Entwicklung der Bevölkerung. Im Jahr 2012 lebten erstmals in Österreich mehr als 1 Million Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft. Derzeit sind das, also 2018, rund 15,8%, also ein Sechstel der österreichischen Bevölkerung, 1,4 Millionen. 39% davon leben bereits länger als 10 Jahre in Österreich, also die sind nicht erst seit Kurzem hier, 56% länger als 5 Jahre in Österreich und 14% dieser sogenannten Ausländer sind in Österreich geboren worden. Insgesamt teilen sich die rund 50-50 auf zwischen UnionsbürgerInnen und Drittstaatsangehörigen. Der Anteil in Wien an Nichtstaatsangehörigen liegt bei 28,6% für das Jahr 2018. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Einbürgerungen in Österreich in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Wir haben eine Spitze in den letzten Jahren um 2003, 2004, wo es jährlich Einbürgerungen von 45.000 oder 41.000 Personen gegeben hat, die dann stark abgesunken sind und in den letzten Jahren liegt sie zwischen 6.000 und 9.000. Wir haben also in den letzten Jahren wiederum einen leichten Anstieg. Wenn man sich aber diese, in absoluten Zahlen, wenn man sich aber diese gelbe Linie anschaut, das ist die sogenannte Einbürgerungsrate oder Einbürgerungsquote, das ist quasi die Zahl der Einbürgerungen in einem Jahr gemessen am Anteil der Nichtstaatsbürgerinnen. Damit ist das ein relativer Vergleichswert, damit kann man unterschiedliche Staaten miteinander vergleichen, aber auch einen Staat zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Dann sieht man, dass die Einbürgerungsrate seit 2010 bei konstant 0,7
Prozent liegt. Also von 100 Nicht-Österreicherinnen, die im Land leben, wird nicht einmal einer in einem Jahr eingebürgert. Parallel dazu, mit dieser sinkenden Einbürgerungszahlen, steigen die Zahlen der Nichtstaatsangehörigen. In Österreich von 1999 bis 2018 hat sich dieser Anteil von 8,6 auf 15,8% erhöht, also in 19 Jahren nahezu verdoppelt. Die Staatsbürgerschaft ist im internationalen Vergleich in Österreich ein stark ausschließendes, exklusivistisches Recht. Die Einbürgerung hängt von einer Reihe von Einbürgerungskriterien ab, die zum Teil stark ausschließenden Charakter haben und erhebliche Hürden für die Einbürgerung bedeuten. Im Wesentlichen sind das ein bestimmter Aufenthalt, Unbescholtenheit, wie es im Gesetz genannt wird, ein bestimmtes Einkommen, das verlangt wird, Deutschkenntnisse, ein Wissenstest, der positiv absolviert werden soll und schließlich die Rücklegung der bisherigen Staatsangehörigkeit. Besonders hervorstechend sind in dem Zusammenhang vor allem drei Kriterien, nämlich das Einkommen, die Unbescholtenheit und schließlich die Rücklegung der bisherigen Staatsangehörigkeit, muss man sagen. Alle diese Einbürgerungskriterien kennen wir im internationalen Vergleich von anderen Staaten auch. Österreich unterscheidet sich von den anderen, vor allem den europäischen Staaten, vor allem in zwei Dingen. Österreich ist eines der wenigen Länder, das alle Kriterien zu einem umfassenden Katalog kombiniert. Und Österreich ist eines der Länder, das bei fast allen Kriterien den höchsten Wert, die höchsten Anfordernisse verlangt. Insbesondere eben bei Einkommen und bei Unbescholtenheit. Vielleicht ein Wort zum Einkommen. Gesetzlich heißt es, dass der Lebensunterhalt hinreichend gesichert sein muss, ohne Inanspruchnahme von Sozialleistungen. Netto bedeutet das in der Realität typischerweise, es ist kein fixer Betrag, aber typischerweise ein Einkommen von mindestens 1.100 Euro im Monat, 12-mal pro Jahr netto. Das orientiert sich an der Ausgleichszulage und muss für 36 Monate in den letzten 6 Jahren nachgewiesen werden zum Zeitpunkt der Einbürgerung. In dem Artikel, den du vorhin schon erwähnt hast, haben die Ines Rössel und ich versucht zu berechnen, wie viele Personen durch dieses Einkommenskriterium ausgeschlossen sind. Und wir haben festgestellt, dass beispielsweise, das ist ein bisschen verrutscht, zweite Spalte, 60% der Frauen oder 60% der Arbeiterinnen und 30% der Arbeiter, die in Österreich tätig sind, dieses Einkommenskriterium nicht selbst erwirtschaften können. Dasselbe gilt für 30% der männlichen, 10% der männlichen und 30% der weiblichen Angestellten oder für 10% der Pensionisten und 40% der Pensionistinnen. Das ist ein Schätzwert, aber einer, der nicht unplausibel erscheint. Man sieht hier einerseits einen großen Ausschluss von bestimmten Bevölkerungsgruppen aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit. Das sind natürlich nur Personen jetzt eingerechnet, die beruflich tätig sind. Man kann sich vorstellen, dass auch Personen arbeitslos sind, Studentinnen sind etc., die überhaupt in der Einkommensstatistik gar nicht inkludiert sind. Und man sieht natürlich hier eindeutig auch, und das war der Inhalt dieses Artikels, den ich mit Ines Rössel gemeinsam geschrieben habe, dass hier ein eindeutiger Gender Gap natürlich besteht, aufgrund des Gender Pay Gaps. Zu diesem Einkommenskriterium kommen auch noch sehr hohe Gebühren dazu, die bei einer Einbürgerung zu zahlen sind. Nur um hier eine Zahl zu sagen, Für eine Einzelperson betragen die Bundesgebühren derzeit 1.115 Euro. Dazu kommen aber noch die Landesgebühren. Je Bundesland sind das sehr unterschiedliche, von einigen 100 bis einigen oder bis 1.000 Euro dazu. Man kann für ein Ehepaar und ein Kind beispielsweise in Vorarlberg mindestens 2.480 Euro rechnen, also eine Familie, ein Ehepaar plus Kind. Und in der Steiermark, das ist der Maximalwert in Österreich, 5.080 Euro.
Schließlich das Kriterium der Unbescholtenheit, das sehr niedrig ansetzt. Verurteilungen zu Freiheitsstrafen bei Vorsatztat oder auch bei Finanzvergehen schließen von einer Einbürgerung aus. Genauso aber auch anhängige Straf- und Finanzverfahren, also wo es gar noch nicht zu einer Verurteilung gekommen ist. Explizit auch Jugendstrafen und auch bestimmte Verwaltungsstrafen und Delikte in Wiederholungsfall. Das heißt, alkoholisiertes Autofahren, riskantes Überholen, Parken an unübersichtlichen Stellen oder Behindern einer Amtshandlung im Wiederholungsfall schließt von einer Einbürgerung in Österreich aus. Schließlich der letzte Punkt, den ich kurz erwähnen möchte hier, was die Einbürgerung betrifft, das ist die verpflichtende Rücklegung der bisherigen Staatsangehörigkeit. Das wird zunehmend zu einer Hürde, weil damit der Verlust von Rechten im Herkunftsland durch die Rückgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit ja kombiniert ist, verbunden ist. Mehr und mehr Staaten im internationalen Vergleich sehen von diesem Kriterium ab. Das letzte war jetzt dann Norwegen, das zu Ende des Jahres 2018 hier sein Gesetz geändert hat. Österreich beharrt weiterhin auf einer Monostaatsbürgerschaft, auf einer Exklusivität. Was den Erwerb der Staatsbürgerschaft per Geburt betrifft, gilt das sogenannte Jus Sanguinis, also das Abstammungsprinzip. Die Staatsbürgerschaft wird über die Eltern erworben. Das führt dazu, dass Kinder, die in Österreich zur Welt kommen, von Eltern, die nicht Österreicherinnen oder nicht Österreicher sind, bei der Geburt sogenannte Fremde werden. Das betrifft eine zunehmende Anzahl an Kinder. Derzeit ist es, also 2018, jedes fünfte Kind, das in Österreich zur Welt kommt, das nicht die österreichische Staatsbürgerschaft bei seiner Geburt besitzt. Das sind mehr als 19.000 jedes Jahr oder, wenn Sie so wollen, 53 täglich. Das sind also Kinder, die in Österreich zur Welt kommen, wahrscheinlich hier ihr ganzes Leben verbringen werden, hier sozialisiert werden, zur Schule gehen, aufwachsen, einen Beruf erwerben werden, die aber nicht von Geburt an diese Staatsbürgerschaft haben, die sich dann nur einbürgern lassen können unter denselben im Wesentlichen Kriterien, die ich vorhin erwähnt habe und auch mit denselben Kosten verbunden. Ein Großteil der jährlichen Einbürgerung, der relativ geringen jährlichen Einbürgerung, geht auf in Österreich geborene Personen zurück. Rund ein Drittel war das in den letzten Jahren. Also Österreich ist im internationalen Vergleich sehr restriktiv und sehr ausschließlich, lässt sich das darstellen. Man kann zum einen sich die Einbürgerungsrate im internationalen Vergleich anschauen. Ich habe erwähnt, in Österreich lag sie in den letzten Jahren fast konstant bei 0,7%. Wie liegt sie in den anderen Staaten? Und wo liegt hier Österreich? An letzter Stelle, gemeinsam mit Lettland, für die aktuellsten Zahlen 2016 hier. Um nur zwei Werte herauszunehmen, der EU-Durchschnitt liegt bei 3,0 und Deutschland bei 1,3, also auch das nahezu einen verdoppelten Wert im Vergleich zu Österreich. Kann man das auch noch anders darstellen? Die Einbürgerungsquote gibt nicht unbedingt einen hundertprozentigen Bild über die Restriktivität eines Gesetzes. Das ist zum Beispiel nicht drinnen reflektiert, wie die Staatsbürgerschaft bei der Geburt erworben wird, weil das wäre ja dann keine Einbürgerung. Aber es gibt das Projekt, wo schon erwähnt worden ist, wo ich mitarbeite, dieses Global SIT, wo versucht wird, die Einbürgerungskriterien und die Erwerbsgründe europaweit ursprünglich und mittlerweile auch weltweit miteinander zu vergleichen. Und das auf einer Skala von 0 bis 1 sämtliche Erwerbsgründe zu clustern und auf einer Skala von 0 bis 1 einzuordnen, wobei 0 heißt extrem restriktiv und ausschließend und 1 heißt sehr inklusiv und offen. Wo liegt hier Österreich? Bei einem Wert von 0,27, das ist der zweitrestriktivste Platz, gemeinsam mit der Schweiz. Und auch hier zum Vergleich, der Europa-Durchschnitt liegt bei 0,57, also weit von Österreich entfernt, und auch der Durchschnitt von den EU-28 liegt weit, fast ident bei 0,56. Schweden ist außer Reichweite bei 0,8.
1987, sehe ich das richtig? Ja, und Portugal ist das in dieser Studie das inklusivste Land mit den inklusivsten Regelungen. Das ist der Zugang zur Staatsbürgerschaft, also das inkludiert sowohl den Erwerb per Geburt als auch durch Einbürgerung. Zurück zu den Wahlberechtigten. Diese demografische Entwicklung, die ich vorhin gezeigt habe, die schlägt sich natürlich unmittelbar im Elektorat nieder. Die spiegelt sich bei den Wählerinnen und Wählern. In Österreich ist das Wahlrecht streng an die Staatsangehörigkeit gebunden. Ich weiß, da kommt was, das überspringe ich jetzt. Zack, zack, zack. Hier sind wir. In Österreich ist das Wahlrecht streng an die Staatsangehörigkeit gebunden, bei den Nationalratswahlen, bei den Landtagswahlen, bei den Wahlen der BundespräsidentInnen gilt, wahlberechtigt sind nur österreichische StaatsbürgerInnen. Nur bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und bei den Gemeinderatswahlen sind außerdem auch Unionsbürgerinnen und Unionsbürger wahlberechtigt, also Staatsangehörige aus EU-Mitgliedstaaten, die in Österreich leben. Die große Ausnahme hier ist allerdings wiederum Wien, also die mit Abstand größte Gemeinde Österreichs, dort, die gleichzeitig auch Bundesland und Gemeinde ist. In Wien sind nur österreichische Staatsbürgerinnen wahlberechtigt und Unionsbürgerinnen, nur auf Bezirksebene wahlberechtigt. Drittstaatsangehörige allerdings, also Staatsangehörige von Nicht-EU-Staaten, die in Österreich leben, sind auf allen Ebenen ausgeschlossen vom Wahlrecht. Die Einführung eines annähernd allgemeinen Wahlrechts für Drittstaatsangehörige bei Bezirkswahlen in Wien im Jahr 2004, da gab es ein Projekt von der damaligen rot-grünen Landeskoalition, scheiterte. Der Verfassungsgerichtshof hat das als verfassungswidrig, die Einführung durch den Landtag als verfassungswidrig damals aufgehoben. Was bedeutet das, dieser Ausschluss und diese enge Koppelung des Wahlrechts an die Staatsangehörigkeit in Zahlen? Wieder ein paar Zahlen. Von 1999 bis 2017 ist die Wahlrechtsinklusivität, wie ich das nenne, stetig gesunken. Im Jahr 1999 lag sie bei 91% oder umgekehrt gesagt 8,75% waren vom Wahlrecht ausgeschlossen. Im Jahr 2017 lag sie bei 85% oder umgekehrt gesprochen, die erwähnten 14,6, knapp 15% sind vom Wahlrecht ausgeschlossen. Was Sie hier sehen, ist der große graue Balken im Hintergrund, das ist die gesamte Bevölkerungszahl. Der etwas kleinere graue Balken, sie ist die Bevölkerung im Wahlalter und der blaue Balken, das sind die Wahlberechtigten. Und man sieht, dass die Zahl der vom Wahlrecht Ausgeschlossenen im Jahr 2017 mit 1,09 erstmals die Millionengrenze überschritten hat. Also österreichweit wird das Wahlrecht immer exklusiver, ein immer größer werdender Anteil der Bevölkerung ist vom Wahlrecht ausgeschlossen. Noch deutlicher zeigt sich das in Wien. Wien. Selbst in absoluten Zahlen lässt sich das hier erkennen, ist seit 2008, also im Jahr 2008, im Jahr 2013 und im Jahr 2017 gibt es weniger Wahlberechtigte als bei den Wahlen zuvor, in Summe um 7.000 weniger. Im gleichen Zeitraum ist die Bevölkerung in Wien, aber Wien ist eine wachsende Stadt, um 163.000 Wienerinnen gewachsen. Der Wahlrechtsausschluss beträgt also jetzt in Wien oder hat sich vergrößert von 14,4% auf 28% im Jahr 2017, also nahezu in den 8 Jahren, in 6 Wahlgängen nahezu verdoppelt. Was heißt das in absoluten Zahlen, um das auch ein bisschen zu illustrieren? Das sind 441.000 Wienerinnen und Wiener, die im Wahlalter sind, in Wien leben, aber nicht wahlberechtigt sind. Das ist beispielsweise die Gesamtbevölkerung von Graz und Salzburg. Oder die 2 größten, Favoriten und Donaustadt, und die 2 kleinsten Bezirke, die Innenstadt und die Josefstadt, gesamt genommen, sind alle in Wien nicht wahlberechtigt. In manchen Bezirken liegt der Ausschlussfaktor noch deutlich höher als die
als die 30%. Das ist aber kein Phänomen, das jetzt auf Wien als urbanes Bundesland beschränkt wäre. Hier ist ein Überblick des Anteils der Nichtwahlberechtigten in Österreich zum Stand vom letzten Jahr, zum Zeitpunkt der Nationalratswahl, also vorletzten Jahr mittlerweile. Man sieht eben die 28% in Wien, aber gleichzeitig 9%, das ist der niedrigste Wert von den Bundesländern, in Niederösterreich oder 17% in Vorarlberg etc. Wohn- und Wahlbevölkerung bewegen sich damit in Österreich deutlich auseinander und eine Schere öffnet sich, die sich von selbst nicht wieder schließt. Also das ist kein demografisches Phänomen, das sich in irgendeiner Form von selbst wieder umkehren würde. Welche Auswirkungen hat dieser Wahlrechtsausschluss jetzt eigentlich? Darüber könnte man jetzt da sehr viel drüber reden, was das für jeden Einzelnen und für jede Einzelne bedeutet, die in Österreich dauerhaft lebt, aber nicht wahlberechtigt ist. Dazu bin allerdings nicht ich als selbst unmittelbar Betroffene die richtige Person, aber ich kann mir überlegen, auch was es theoretisch für die Gesamtbevölkerung und für eine Demokratie bedeutet. Und dafür fühle ich mich als Politikwissenschaftler berufen zu sprechen. Schlichtweg kann man sagen, einmal, wer vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, wird politisch nicht gehört. Das Wahlrecht ist die wichtigste Artikulationsmöglichkeit in einer Demokratie und auf individueller Ebene kann man sagen, man kann seine politische Meinung nicht kundtun, nicht in der Demokratie dafür vorgesehenen bedeutendsten Form durch eine Stimmabgabe, man ist also stimmlos im doppelsten Sinn. Man kann sich auch überlegen, dass dieser politische Ausschluss auch gesellschaftlich ausschließend wirkt. Also wenn der Staat, die Gesellschaft an der Meinung, an der politischen Meinung und an der Einstellung von jemandem nicht interessiert ist, wenn man nicht gefragt wird, wirkt das wahrscheinlich eher nicht einladend auf eine bestimmte Person. Man kann sich vorstellen, dass eine solche Situation jemanden von einer Gesellschaft eher entfernt, als sie zu einer Gesellschaft näher bringt. Man könnte sich überlegen, dass das Wahlrecht genau jene Verbindung von einer Person zu einem Gemeinwesen schafft, die von anderen oftmals von Migrantinnen und Migranten eingefordert wird. Aber der Ausschluss vom Wahlrecht torpediert eigentlich genau diese enge Verbindung. Und wie schaut es auf gesellschaftlicher Ebene aus? Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene? Ein großer Teil der Bevölkerung ist nicht repräsentiert im Elektorat, hat damit also keinen Einfluss auf die Zusammensetzung des Parlaments, kann also einer dem Parlament verantwortlichen Regierung keine Legitimation erteilen. Das heißt aber auch, dass kein Wahlkampf um die Stimmen dieser Menschen geführt wird, da sie ja keine Stimme haben. Parteien haben also keinen Grund, sich der Interessen dieser Personen, dieser rund einer Million Menschen anzunehmen, um deren Gunst, um deren zu werben, wie um jede andere Wählerinnengruppe auch, weil sie ja keine Wählerinnengruppe sind. Die Stimme ist bei einer Wahl die einzige Währung, die zählt und wer keine Stimme hat, zählt nicht. Hat kein politisches Gewicht. Das heißt aber auch, dass wahlwerbende Parteien keinen Stimmenverlust hinnehmen müssen, wenn sie am Rücken einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, die nicht wahlberechtigt ist, Wahlkampf und Politik machen. Sie können politisch nicht durch die Wählerinnen und Wähler, durch diese Wählerinnen und Wähler sanktioniert werden, weil sie auch keine Stimme haben, die sie einer Partei nicht geben können, die sie ihr vorenthalten können. Sie gehen also kein Risiko ein, wenn sie eine negative Politik machen auf den Rücken einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Diese Bevölkerungsgruppe ist also kein politisches Subjekt, sondern sie ist ein reines Objekt der politischen Auseinandersetzung. Und die Demokratie verliert dadurch meines Erachtens nicht nur an Inklusivität, sondern maßgeblich eben auch an Legitimation. Aus meiner Perspektive ist mittlerweile da auch ein Punkt erreicht, wo man von Österreich von einer defizitären Demokratie sprechen muss. Und du hast das vorhin erwähnt.
fast unangenehm, aber mein Buch ist 2006 herausgekommen mit dem Titel Defizitäre Demokratie. Und jetzt haben wir das Jahr 2019 und es ist halt eben immer noch eine defizitäre Demokratie. Vielleicht ist es eine defizitärere Demokratie. Stichwort Legitimation. Was bedeutet dieser Ausschluss ganz konkret? Wie spiegelt sich der in einem Wahlergebnis wider? Ich habe hier das Wahlergebnis der Nationalratswahlen 2017, also der letzten Wahl. Allerdings habe ich den Stimmanteil nicht auf Basis der abgegebenen gültigen Stimmen berechnet, wie das so üblich ist, wie man das am Wahltag im Fernsehen sieht, sondern auf Basis der Wohnbevölkerung im Wahlalter, also der über 16-Jährigen. Und was sieht man hier? Dass die stimmenstärkste Partei, die ÖVP, bei jetzt plötzlich nur mehr 21,3% liegt. Also 21,3% der Personen, die in Österreich im Wahlalter sind, haben die ÖVP gewählt. Wenn man sich jetzt überlegt, dass ÖVP und FPÖ im österreichischen Nationalrat zusammen über 50% Mehrheit haben, haben sie aber in der Bevölkerung über 16 Jahre eben eine Mehrheit nur von 21 plus 17, also deutlich unter 50%. Man sieht ja auch, weiterhin an zweiter Stelle liegt die SPÖ und an dritter Stelle die FPÖ mit knapp 1,3 Millionen Wählerinnen, aber auf derselben Stelle mit 1,3 Millionen Nichtwählerinnen liegt sozusagen die Partei derjenigen, die gar nicht zur Wahl gehen dürfen. Also die FPÖ hat so viele Wählerinnen bekommen, wie österreichweit von der Wahl ausgeschlossen sind. 1,3 Millionen. Nein, Entschuldigung. Das sind die Nichtwählerinnen, das sind die, die zwar wahlberechtigt sind, aber nicht hingegangen sind. So, ist es richtig. Und die 1 Million, die 13,9%, die erste Säule hier, das sind die, die auch nicht wahlberechtigt sind. Ja. Schauen wir uns Wien an. Wien ist immer noch sozusagen ein Stück mehr, ein deutliches Stück mehr. In Wien ist die größte Wählerinnengruppe die der Nichtwahlberechtigten. 25% bei der letzten Gemeinderatswahl im Jahr 2015 waren vom Wahlrecht ausgeschlossen, 381.000 Menschen. Das waren mehr, als die SPÖ an Stimmen bekommen hat. Das ist das, was ich meine mit die Demokratie verliert an Legitimation. Aber meines Erachtens verliert die Demokratie nicht nur an Legitimation, sondern es kommt auch zu einem weiteren Effekt, nämlich zu einer Missrepräsentation. Was meine ich damit? Also es ist klar, es gibt eine Wahlrechtslücke, die führt zu einer Fehlrepräsentation. Diese 1 Million Menschen, die nicht wahlberechtigt sind, die sind einfach nicht repräsentiert, die sind nicht im Parlament vertreten, deren Interessen sind nicht vertreten. Das geht aber noch weiter. Es kommt nicht nur zu einer fehlenden Repräsentation, sondern es kommt auch zunehmend zu einer Verzerrung der Repräsentation oder eben zu einer Missrepräsentation, die viel, viel mehr Menschen betrifft. Wahrscheinlich auch einige hier, zum Beispiel auch mich, als einer, der österreichischer Staatsbürger ist und wahlberechtigt ist. Wie kommt das? Der Ausschluss vom Wahlrecht, also die Tatsache, dass es nicht Staatsbürgerinnen gibt, der zieht sich natürlich quer durch die gesamte Wohnbevölkerung des Landes. Aber unterschiedliche Teile der Bevölkerung, also alt und jung, arm und reich, Stadt- und Landbevölkerung, sind unterschiedlich stark von diesem Ausschluss betroffen. Also, weil der Anteil von Nichtstaatsbürgerinnen in Österreich unter den Jüngeren höher ist als unter den Älteren, sind auch Jüngere deutlicher vom Wahlrechtsausschluss betroffen als Ältere. Das Elektorat, wenn man so will, ist also in puncto Altersverteilung nicht repräsentativ. Im Vergleich zur tatsächlichen Bevölkerung ist es überaltert. Und die potenziellen Wählerinnen sind ältere Altersgruppen über und jüngere unterrepräsentiert. Um das auch wiederum in einer Grafik zu zeigen und am Beispiel Wien. Auf der einen Seite die Bevölkerung nach Wahlgruppen und auf der anderen Seite die Wahlberechtigten nach Altersgruppen. Und was man hier sieht, ist, dass beispielsweise die Gruppe der 16- bis 29-Jährigen 23% unter der Bevölkerung ausmachen, aber nur 20% unter den Wahlberechtigten.
Dasselbe gilt, das ist die Gruppe, in der ich bin, die 30- bis 44-Jährigen. In der Bevölkerung machen die 27% aus, unter den Wahlberechtigten aber nur 22%. Aber umgekehrt gesehen, beispielsweise die Gruppe der 75-Jährigen und Älteren oder die Gruppe der 60- bis 74-Jährigen sind überrepräsentiert. Wenn man sich das sozusagen im Saldo anschaut, dann sieht man, dass wir hier eine deutliche Unterrepräsentation haben auf der einen Seite der Jüngeren und eine deutliche Überrepräsentation der älteren Altersgruppen. Aber es geht noch weiter. Das Elektorat ist nicht nur überaltert, sondern es ist auch überniederösterreichert und unterwienert. Ja, das sieht man hier. Ungefähr jeder fünfte Österreicher kommt aus Wien bzw. aus Niederösterreich. Das ist hier die Zeitleiste von 1999 bis 2017 und was man bisher jetzt sieht, ist der Anteil an der Bevölkerung von Wien oder der Gesamtbevölkerung der Wiener und der Niederösterreicher. Also 19%, 20% der Gesamtösterreicherinnen kommen aus Wien bzw. aus Niederösterreich. Das hat sich dann aber ein bisschen entwickelt seit 1999 und im Jahr 2017 sozusagen haben die Wienerinnen die Niederösterreicherinnen überholt. Jetzt sozusagen kommen ein deutlich mehr Österreicherinnen aus Wien als aus Niederösterreich. Und jetzt schauen wir uns an, wie hat sich das Elektorat entwickelt. So, da sieht man nämlich, dass die Wiener plötzlich verloren haben und die Niederösterreicher gewonnen. Das heißt, obwohl es in Gesamtösterreich mehr Wiener gibt, gibt es unter den Wählerinnen, unter den Wahlberechtigten mehr Niederösterreicherinnen. Das heißt, das Elektorat ist über Niederösterreichert und unterwienert. Und das kann man jetzt natürlich weitermachen für unterschiedliche Wohnbezirke innerhalb Wiens. Ich sage nur Favoriten, Otterkring, Rudolfsheim-Fünfhaus. Für niedrigere Einkommen im Vergleich zu höheren oder für Beschäftigungsverhältnisse Arbeiterinnen im Vergleich zu Angestellten beispielsweise oder natürlich Beamtinnen. Ja? Wenn Wienerinnen unterrepräsentiert sind, heißt das, sie haben weniger Einfluss auf das politische Geschehen. Sie sind missrepräsentiert. Junge Menschen mit niedrigen Einkommen, Arbeiterinnen, städtische Bevölkerung sind unterrepräsentiert, deren Anliegen, deren Interessen sind in der Politik unterrepräsentiert. Und damit, wie ich eingangs erwähnt habe, bin plötzlich ich auch vom Wahlrechtsausschluss anderer betroffen, weil ich in dieser Gruppe drinnen bin. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, weil es auch den Blick darauf erweitert, wer tatsächlich betroffen ist. Es ist die individuelle Person betroffen, die nicht wahlberechtigt ist, das ist ganz klar, die ist wahrscheinlich am stärksten betroffen, aber es ist die gesamte Bevölkerung betroffen, die Demokratie verliert an Repräsentativität und Legitimation und bestimmte weitere Bevölkerungsgruppen sind betroffen, weil sich der Ausschluss auch auf sie mittelbar niederschlägt. Welche Lösungen gibt es? Sind einfach eigentlich ganz einfach. Also man könnte es einerseits einfach machen und sagen, das ist Aufgabe der Politik. Das würde ich auch sagen. Und ich würde sagen, es wäre wichtig, dass die Politik erkennt, dass ein stetig steigender Wahlrechtsausschluss in der Demokratie ein zu lösendes Problem ist, wie auch immer das gelöst werden kann. Und auf der anderen Seite kann man sagen, die Lösung liegt eigentlich auf der Hand. Und es gibt zwei mögliche Lösungen und beide schließen einander nicht aus. Die eine Lösung ist natürlich, das Staatsbürgerschaftsrecht inklusiver zu gestalten und hier an erster Stelle die Einkommenshürde, die eigentlich eine Art verstecktes Zensuswahlrecht für Migrantinnen in Österreich darstellt, zu entschärfen, die im internationalen Vergleich auch relativ lange Wartefrist von ununterbrochenen 10 Jahren zu verkürzen. Stichwort Unbescholtenheit, hier das Level nach oben zu schreiben und die Rücklegungspflicht, also diese verpflichtende Zurücklegung der bisherigen Staatsbürgerschaft zu überdenken und schließlich das bestehende Jus Sanguinis durch ein Jus Soli, durch ein Geburtslandprinzip zu ergänzen, dass auch Kinder, die in Österreich zur Welt kommen, unter bestimmten Bedingungen bei ihrer Geburt die österreichische Staatsbürgerschaft erwerben.
Die zweite Möglichkeit, und wie gesagt, ich habe gemeint, beide Möglichkeiten schließen einander nicht aus, das wäre schlichtweg die Entkoppelung des Wahlrechts von der Staatsangehörigkeit. Also so etwas wie die Einführung eines, wie ich es nenne, inklusiven Wahlrechts, das sich am Kriterium des Aufenthaltes, des Wohnsitzes, des dauerhaften Aufenthaltes orientiert und nicht am relativ unscharfen Kriterium mittlerweile der Staatsangehörigkeit. Gibt es so etwas auf internationaler Ebene? Ja, das gibt's. Die Entkoppelung des Wahlrechts, da muss man differenzieren, handelt es sich um das Wahlrecht auf einer lokalen oder einer regionalen Ebene auf der einen Seite oder auf der nationalen Ebene auf der anderen Seite. Das habe ich hier versucht, mit lokal, regional und national die Felder oben und unten. Und auf der anderen Seite ist die Frage, wer jetzt da inkludiert wird, ist das eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, also Staatsangehörige eines bestimmten Staates nur, wie zum Beispiel die Unionsbürgerinnen, die in Österreich wahlberechtigt sind nicht alle, sondern nur bestimmte, oder handelt es sich um alle, die in einem bestimmten Land leben. Und wenn man sich diese vier Felder Tafel anschaut, dann sieht man auf einer regionalen Ebene, ist das Wahlrecht relativ weit verbreitet, beispielsweise innerhalb der gesamten Europäischen Union für Unionsbürgerinnen, aber auch in vielen anderen Staaten, das ist da, was unter alle, also rechts unten steht, gibt es ein kommunales Wahlrecht für alle, die im Land leben. Und was ist das rechts oben? Das ist quasi die Gruppe der Staaten, und das sind weltweit nur vier, die ein Wahlrecht selbst auf der nationalen, auf der Parlamentsebene kennen für alle Staatsangehörigen. Und das Paradeland sozusagen hier, das immer wieder als ein positives Beispiel genannt wird, das ist Neuseeland, das schon im Jahr 1975 nach nur einem Jahr Aufenthalt ein allgemeines Wahlrecht für alle, für die gesamte Wohnbevölkerung eingeführt hat. Also, Österreich steht hier nicht alleine da, was die Koppelung des Wahlrechts an die Staatsangehörigkeit knüpft. Umgekehrt die Aussage, naja, das Wahlrecht ist halt mal, oder umgekehrt, wahlberechtigt sind nun mal halt nur Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, was man sehr oft als quasi Totschlagargument hört, stimmt schlichtweg auch nicht. Vielleicht auf kommunaler Ebene zur Situation der Europäischen Union. Da sind also für Unionsbürgerinnen gibt es auf kommunaler Ebene in allen 28 Staaten natürlich ein Wahlrecht. Darüber hinaus gibt es aber in 12 weiteren Staaten ein Wahlrecht für alle. Und in 3 Staaten, das ist beispielsweise Großbritannien, wo es für eine bestimmte andere Bevölkerungsgruppe, und in Großbritannien sind das die Commonwealth-Staatsangehörigen, die darüber hinaus noch wahlberechtigt sind. Ist sowas politisch realistisch in Österreich? Also mal rein rechtlich, das Staatsbürgerschaftsgesetz ist ein einfaches Gesetz, es ist kein Verfassungsgesetz, es kann mit einer einfachen Mehrheit von 50% plus einer Stimme im Nationalrat geändert werden. Das passiert auch sehr häufig. Also das Staatsbürgerschaftsgesetz ist in den letzten Jahren fast jährlich mindestens einmal geändert worden. Allerdings nicht in diese Richtung, sondern eher in die andere. Es ist sukzessive eher restriktiv geworden. Die derzeitigen Mehrheitsverhältnisse zeigen hier keinen, sozusagen die Parteien, die in der Regierung sind, zeigen hier kein Interesse, es eher inklusiv zu gestalten. Wie schaut es aus, was die Eröffnung des Wahlrechts betrifft? Egal, um welche Ebene es sich hier in Österreich handelt, es bräuchte auf jeden Fall eine Verfassungsänderung, das heißt eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat. Die ist politisch gesehen in keinster Weise sichtbar, nicht nur, weil die Regierungsparteien dagegen sich aussprechen, sondern auch, weil die größte Oppositionspartei hier bis jetzt kein Interesse gezeigt hat. Die Wahlkabine hat im Jahr 2017 für die Nationalratswahlen die Frage gestellt, ob es zu einer Entkoppelung des Wahlrechts auf der Bundesebene kommen soll. Alle Parteien, die damals im Wahlkampf waren, sind gefragt worden. Grüne, NEOS und KPÖ haben gesagt, ja, es soll zu einer Entkoppelung kommen. Und dabei sollen alle wahlberechtigt werden. Die Liste Pilz hat gesagt, ja, es soll zu einer Entkoppelung kommen, aber nur Unionsbürgerinnen sind
sollen wahlberechtigt werden. Grüne, Neos, KPÖ und Liste Pilz werden zusammen allerdings keine Zweidrittelmehrheit im österreichischen Nationalrat haben. Ich komme zum Schluss. Die Geschichte des österreichischen Wahlrechts oder die Geschichte des Wahlrechts in Österreich, wie auch anderswo, ist eine Geschichte der Auseinandersetzung und gesellschaftlicher Kämpfe um seine Ausweitung. Also die historische Entwicklung des Wahlrechts stellt einen konstanten Kampf dar. Die historischen Wahlrechtskämpfe konnten erreichen, dass schrittweise immer weitere Teile der Bevölkerung wahlrechtlich inkludiert worden sind. Klasse, Einkommen, Beruf und schließlich auch Geschlecht sollten irgendwann mal keine ausschließenden Kriterien mehr sein, bis mit der Einführung des Wahlrechts für Frauen jener Grad erreicht wurde, der damals als das allgemeine Wahlrecht bezeichnet wurde. Also die Frage nach der wahlrechtlichen Inklusion und Exklusion, die Frage, wer politisches Subjekt im Gemeinwesen sein soll und damit das Recht auf politische Partizipation und Mitbestimmung besitzen soll, ist kein abgeschlossener und freilich auch kein unumkehrbarer, sondern ein laufender und andauernder Prozess. Man sieht das auch an einer ganz anderen Frage, nämlich an der Frage des Wahlalters. Auch das ist eine Frage nach dem politischen Subjekt. Bei Einführung des Wahlrechts in Österreich lag das Wahlalter für das aktive Wahlrecht bei 24 Jahren. Dann ist es schrittweise mit einem kleinen Rückschritt bis ins Jahr 2007 auf 16 Jahre gesenkt worden. Das heißt, auch hier war die Auseinandersetzung, wer wahlberechtigt sein soll, eine konstante, eine laufende, die nicht abgeschlossen ist und die erst auch vor kurzem im Jahr 2007 das letzte Mal geändert wurde. Also was konkret als allgemein gilt, unterliegt dem Wandel der Zeit. Es ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess und beruht immer auf einem gegenwärtigen mehrheitlichen Konsens. Und wenn ich vorhin gesagt habe, die Wahlrechtskämpfe in Österreich haben erreicht, dass ein immer größerer Anteil der Bevölkerung das Wahlrecht besitzt, das Wahlrecht also immer inklusiver geworden ist, der Grad der Allgemeinheit immer größer geworden ist, dann muss man eben jetzt sagen, dass sich diese Entwicklung in den letzten Jahren eindeutig umgekehrt hat, dass der Grad der Inklusivität des Wahlrechts in den letzten Jahren stark abgenommen hat, dass der Anteil derjenigen, an der österreichischen Bevölkerung, die wählen dürfen, sinkt und das Wahlrecht in Österreich und damit die Demokratie wieder exklusiver wird. Wir haben in Österreich eine wachsende Wahlrechtslücke zu tun, die sich geöffnet hat und die sich von selbst nicht mehr schließt. Die österreichische Bevölkerung ist eine wachsende Bevölkerung, die Gesellschaft eine mobile geworden und die demokratische Infrastruktur muss an diese moderne, wachsende Gesellschaft angepasst werden, meines Erachtens. Das demokratische Ideal ist es, dass die Menschen an jenen Entscheidungen, von denen sie selbst betroffen sind, auch selbst mitwirken können sollen, dass jene, die dem Recht unterworfen sind, dieses auch selbst miterzeugen und mitformulieren können, dass die Rechtsunterworfenen, also gleichzeitig auch die Autorinnen und Autoren des Rechts sind, dass Politik Sache der Allgemeinheit ist. Das ist es meines Erachtens, dass der Demokratie einen hohen Grad an Legitimation und Akzeptanz verleiht. In Österreich hat sich von diesem demokratischen Ideal zusehends entfernt. Die entstandene Wahlrechtslücke stellt ein strukturelles Demokratiedefizit meines Erachtens dar. Die Demokratie ist defizitär und 100 Jahre nach 1918 oder 101 Jahre nach 1918 muss man feststellen, dass das allgemeine Wahlrecht in Österreich kein allgemeines mehr ist.